Auf meiner Hand spüre ich einen warmen Sonnenstrahl. Wie ein leichtes, liebevolles, zärtliches Streicheln. Die Kälte in mir lässt langsam nach. Obwohl ich die Augen geschlossen halte, spüre ich die Helligkeit dieses Ortes und dieses Augenblicks. Mein verkrampfter Sinn beginnt, sich zu beruhigen. Während der Film Paisa geschnitten und gemischt wurde, verlor Roberto seinen geliebten erstgeborenen Sohn. Er lag in meinen Armen und sagte mir ohne zu weinen: Du wirst verstehen, dass ich so nicht weiterleben kann. Der Tod des Sohnes stürzte meinen Bruder in eine schwere Krise. Er drehte Deutschland im Jahre Null, nach Rom, offene Stadt und Paisa, der dritte Film des Zyklus, der den Krieg zum Hintergrund hatte. Die Geschichte des deutschen Jungen, der Selbstmord begeht, war für meinen Bruder ein Vorwand, gewisse Werte wiederzufinden, als wolle er durch den Tod den Sinn des Lebens wiederentdecken.